Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge Temtem mit mir, Christian Angel 3000. Ich begrüße euch herzlich wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben einen neuen Charakter. Mit einem neuen Namen, denn ja, das letzte hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich heiße jetzt hier diesmal Amy Fukada. Wenn ihr gerne wissen wollt, ja, wo der Name herstammt, dann ja, gibt es auch zwei Kategorien. Wenn ihr dann mal googelt, tut, dann wisst ihr das vielleicht auch dann selber heraus. Ich sag dazu nichts dazu. Ne? Also okay, gut Leute, wir haben auf jeden Fall Level 16er zwei Stück und wir sind letztes Mal hier stehen geblieben und hier werden wir natürlich auch weitermachen, denn unser Weg nach oben ist noch weit. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach direkt durch. Let's go und ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn es euch gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Hey! Mal gucken, was wir heute so finden für Kreaturen und Monster oder Gegner. So, wach auf! Wir haben Gesellschaft. Die hat die gleiche Haarfarbe wie ich. Sauerei. Was? Folge einfach meinem Beispiel. Ah, die hatte hellere Haare. Ich habe dunklere. Die ist uncool. So. Okay, also, machen wir erstmal Tritt und dann Windstoß. Sonst hat sich jetzt hier groß nicht viel geändert, was die ganzen Charaktere angeht. Also sagen wir so, Temtems sozusagen. Ja, okay, alles klar. Jetzt bin ich vergiftet worden. Prima. So, ich würde sagen, machen wir das hier. Windstoß machen wir nochmal hier runter. Dann sollte das passen. So. Erst schon down. Aber ich krieg auch einen Windstoß. Ich sollte mich mal heilen. Oh, er war überlastet für seine Ausdauer und hat selbst Schaden zugefügt. Level 17 für beide. Dann kommen die nächsten zwei. Okay, aber bevor ich jetzt weitermachen soll, gebe ich lieber mal eine Salbe. Wir haben nicht mehr viele Salben, das ist das Problem. Wir nehmen dafür den kreisenden Schrei. Dass wir wenigstens beide Schaden geben. Sogar sehr gut eigentlich. Selbstschutz. Verteidigung steigt. Und ein Wasserschlag. Okay. Ausdauer Mana managen. Okay. Also gibt wie an, wie viel Technik eine Team für, ja, okay, ja, das wissen wir ja schon. Stimmt, nicht Schaden, genau, wenn es zu viel ist, dann oder ja, auslasten, ne? Oder aussetzen die Runde. So, ich habe jetzt, machen wir einfach mal einen Tritt hier hin und ja, können ja auswechseln. Da haben wir ja immer noch den hier, das Level 8. Ich hätte dir vielleicht auch mal leveln, mal gucken. Paharo. Let's go. Einer weniger. Sehr schön. Und schon wieder vergiftet. Meine Fresse. Zwei Runden. So. Und würde ich sagen, Tritt und Picken. Und Ende im Gelände. Und wieder Schaden genommen. Heiland, zack. Windklinge hat es auch bekommen jetzt. Okay, ist auch ein Windmonster. Ich sagte, folge meinem Beispiel. Ja, es tut mir leid. Ja. 111 Geld. So, wir laufen erstmal weiter. So, wir checken mal kurz die Karte. Wir könnten erstmal nach links laufen. Da ist auch noch was. Ein Ereignis. Hier ist eine Kamera. Okay, was? Banshee springen verboten. Okay, schade. Hallo Fremder, was bringt dich hierher? Die Aussicht. Ah, Atemberaubend, nicht wahr? Manchmal sitze ich hier stundenlang und frage mich, ob die Hochobener genauso auf uns herabblicken. Jedenfalls bin ich immer an einer Perspektivenwechsel interessiert. Die kleinste Erfahrung, von oben herabzublicken, ist wohl nur ein Hauch davon, wie es sein muss, von hoch oben herunterzuschauen. Natürlich bin ich nicht verrückt genug, irgendeinen Plan zu fassen.
ins Hoch oben zu reisen. Keine Sorge, ich will nur ihre Perspektive verstehen. Stell dir vor, wir können unsere kleine Deniz von den Wolken aus beobachten. Natürlich habe ich daran gedacht, ein Luftschiff zu mieten und Fotos zu machen, aber das wäre viel zu teuer und ich bin nicht mehr als ein interessanter Laie. Okay. Aber du könntest mir helfen. Wie? Du bist eine Bändigerin, oder nicht? Wir könnten ein ordentliches, trainiertes, fliegendes Tempel nutzen. Wir würden ein Tempel brauchen, das stark genug ist, um eine Kamera zu halten und gut genug dressiert, um uns genau die Schnappschüsse zu liefern, die wir wollen. Denkst du, du könntest helfen? Ich werde dich für eine Mühe entlohnen. In Ordnung, wenn ich etwas für meine Mühe bekomme. Mein jüngster Ansatz lässt uns zu Taten schreiten. Lass mich einen Blick auf deinen Tempadia werfen. Vielleicht dieser, nein, lieber dieser, ganz sicher dieser. Bring mir dieses hier. Barnsee, okay. Paharu? Könnte zwar hochfliegen und eine Kamera halten, aber ich glaube nicht, dass es intelligent ist, genug ist, wenigstens zu verstehen, okay. Okay, also, wir brauchen ein stärkeres, das auf jeden Fall, ja, ich denke mal, es müsste mal weiterentwickelt werden. Dann hätten wir vielleicht dann Chancen. So. Bevor wir hier weitermachen, gebe ich nochmal mein letztes... Ups. Mein letzte Salbe. Hier. So. Diejenigen, die immer so abgelenkt sind, ja, muss man auch mal angreifen. Guten Tag, Mitbändigerin. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ist es dein erstes Mal hier? Weißt du, mit dir als erstes gegen dich zu kämpfen? Aber sicher doch. Mark, Mark. So, dann machen wir mal das Vergleich. So. Level 18, ne? Aber, ja. Autsch. Okay, mein Statuseffekt ist weg. Wir machen mal das da und picken sollte ausreichen dann. Also wir wollen nicht zu viel ausgeben. Bam. Quack, quack, quack. Quack ist down. So, du hast mich ja wirklich gut gemacht, Pendigan. 55, okay. Sehr schön. Okay, also wir sind jetzt hier oben angekommen. Wir gehen erstmal nach rechts. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Eine Bank. Oh, es ruckelt. Einmal ein Ether gefunden. Und eine Salbe. Sehr schön. Salbe plus sogar. Okay. Was ganz Neues. So. Guck, wir haben es erreicht. Wir checken die Karte. Oh, schon wieder ganz schön viel. Scheint hier das Ende zu sein? Nee, es geht noch weiter. Oha, okay. Wir haben ja nur mal einen kleinen Teil geöffnet hier, was das angeht. Ach du Scheiße, okay, vielleicht 50% nicht mal. Aber vielleicht gerade so, sage ich mal so, ne? Okay. Hui. Hey, Bänderinger, hier sind keine Anfänger erlaubt. Warum ist das für ein... Was ist das für ein Ort? Die Paharo-Schlucht ist eine geschützte Brutstätte für Paharo. Also lassen wir die hier nur Dojo-Bändige rein, um das Habitat zu schützen. Und die Anfänger Paharo können ziemlich garstig werden und nahezu bei ihrem Westen. Gut, dann komme ich später wieder. Sobald du ins Dojo aufgenommen wurdest, Bändigerin, tut mir leid. Bändigerin, tut mir leid, das sind die Regeln. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, heilen wir unsere Temtems mal. Bin ich jetzt hier richtig? Yep. Okay. Ups, in der Zwischenzeit kann ich ja mal ganz kurz in den Shop gucken. Wir haben immer noch 0. Ich hoffe, dass wir da irgendwie kriegen oder so. Wer weiß. Das war das Falsche. Bändiger Pass. Premium holen, Level 2. Erst bei Toast Banner, okay. Veröffentlichungsparty. Okay.
Jo, es kann noch ein bisschen gehen anscheinend. So. Dann würde ich sagen, dann gehen wir nach ganz nach rechts. Tut mir leid, Benny-Ring, aber das Dojo ist geschlossen. Warum ist es geschlossen? Die Dojo-Meisterin ist nicht da. Wir warten darauf, dass sie zurückkommt. Tatsächlich ist es diesmal lange fort. Als sonst, langsam mache ich mir Sorgen. Wo ist Sophia? Sie hat gesagt, dass sie bei der windgewandten Festung Tempten fangen wollte. Sie hat ihr Surfbrett mitgenommen, also gibt es keinen Grund, weswegen sie so lange weg ist. Mit einem Surfer musst du nicht den langen Umweg über die Schienenbrücke machen. Du kannst einfach von windgewandten Festungen über den Silaro surfen. So, würdest du für mich tun? Danke, ich fühle mich besser, wenn ich weiß, dass jemand sich darum kümmert. Wo kann ich sie gleich finden? Sophia ist in der Nähe der Windwandengefestung, okay. Ich habe kein Surfbrett. Dann wirst du die Landschaft bewundern können. Verlasse Azolia in nördliche Richtung. Du musst über die Schenkbrücken. Das ist ein weiter Weg, aber wenigstens kannst du dich nicht verlaufen. Die windgewandte Festung ist am Ende des Weges. Okay, alles klar. Dann heißt es für uns, ja, müssen wir noch mal ein bisschen einkaufen, weil sonst kommen wir nicht. Ups, das ist falsche Richtung. Sonst kommen wir da nicht hin. Was ist hier los? Hey, spielen wir Temtem? Du bist zu jung für. Wo sind deine Temtem? Papa sagt, dass ich zu jung für Temtem bin. Also tue ich so, als wäre ich ein Temtem. Du kannst mit mir spielen, aber nur, wenn du deinen Temtem gut kennst. Okay, spielen wir. Und jetzt bin ich ein Tatero. Kannst du mich sehen? Na klar. Oh, du bist ein tolles Temtem. Achso, mit dem Erwachsenen haben wir überhaupt keine Ahnung, was war. Tataro. Okay. Jetzt kann ich über alle hinwegsehen. Zoom, 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 bumm. Schau, jetzt bin ich ein Lolila Flatter Flatter. So, richtig schnell, das ist ein Flussufer von hier aus. Keiner kann mich fangen. Und jetzt du. Sieh mal, ich verwandle mich in einen. Jetzt bin ich ein Saku. Oh. Magst du meine Blume? Pass auf die Zähne auf. Ich schwimme schneller als im Boot. Oh ja. Noch eins, noch eins. Jetzt habe ich ein Schwert und wir kämpfen. Verteidige dich. Seifert, okay. Ich mit meinen Katana besiegen. Ich werde dich mit meinem Tanto besiegen. Du weißt gar nicht, wie das mit dem Tempel aussieht. Ach, verdammt. Jetzt nochmal alles nochmal neu. Okay. Was? Ich habe irgendwas ausgewählt. Ah, komm, das kriegen wir irgendwie hin, Leute. So, du bist groß. Schnell. Leck mich. Zu schnell gedrückt. Du bist groß. So, eins nach dem anderen. Schnell. Ich bin ein Saku, okay. Magst du Blumen? Noch eins. So. Ah, Katana ist auch falsch, okay. So groß, schnell. Also ja, so cool, maximale Blume. So. So. Ich habe eine Kiwi bekommen, Energie-Kiwi, okay. Nice. Aber wir wollten doch erstmal kurz schnell einkaufen. Kaufen. Temtem habe ich 14, brauche ich keine Salbe. Ups. 10. Komm, kaufen wir erstmal nur 5. Das sind schon teuer genug. So. Hier, siehst du gerade an? Stehst du gerade an? Nein, nein, ich bin nur. Geh nur vor. Okay.
So, wir checken gerade die Karte. Da. Tut mir leid, aber die Tour hat noch nicht angefangen. Bitte warte am Treffpunkt darauf, dass die Reiseführung euch abholt. Nicht irgendein Tourist. Tut das sollte nicht. Na, okay, passt schon. Ich hatte mein Bestes gegeben. Jetzt klar, hör mal zu. Oh, hör mal, Kaluto. Also, wie kennst du Deniz? Glaubst du, dass du die vielen Wahrzeichen zeigen und Fragen beantworten kannst? Ja, die Gruppe ist gleich hinten. Geh einfach und gib ihnen eine Stadtrundführung. Improvisier, wenn nötig. Bitte, bitte, bitte. Alles klar. wollten mal hier reingehen. Das ist das erste Kleidungsgeschäft. Ah. 600. Oh Gott. Okay, dann heißt es viel farmen. Boah. Okay. Aha. Haare. 2000. Oh mein Gott. Okay. Ja, das heißt, ich habe keine Ahnung, wie man das Geld verdienen soll, wenn man pro Kampf bloß 100 bekommt. Minimum. Da ist ein Luftschiff. Da gehen wir noch zum nächsten Ausrufezeichen. So, hey, magst du Comics? Natürlich. Dann weißt du ja, wovon ich rede. Die letzte Ausgabe von Enders Ausgabe kommt diese Woche raus. Diese Woche? Ja. Hast du die letzte Ausgabe gelesen? Die letzte Geschichte hat einen tollen Cliffhanger und ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie sich der König von Arbori entkommt und ihren Namen von Mord und Cecily reinwaschen kann. Das ist das Problem. Es wird zurzeit in Chipaku herausgegeben und dann dauert das Monate, bis es hier in den Mietern kommt. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Das würde zu tun. Klar, ich helfe gern. Ist aber nett. Weißt du, das ist viel. Okay, da hast du mich richtig gemacht. Okay. In Uhuru. Okay. Okay. So. Next Quest angenommen. Sollten wir vielleicht auch irgendwann mal machen. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Schenkbrücke. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie weit der Weg ist. Puh. Auf jeden Fall da hoch müssen wir. Nee, da ist das nächste Zeichen. Alles klar. Ach du Scheiße. Okay. Gut, dann probieren wir mal unser Glück. So, wir überspringen das hier mal. Mach dich bereit. Was für Level haben die denn überhaupt? Lass mal gucken. 7. Ich bin bei 17, also 10 Level höher schon. Na, also dann machen wir einfach das und das. Und down. Und down. Sehr schön. Prima. Weiter geht's. Level 18. Macht euch bereit. So. Okay, das bringt dann nicht viel. Machen wir erstmal den Blitz hier weg. Ein kreischender Schrei. Okay, hat sich da wohl erledigt. Na. Naja, er greift ja wieso nicht an, weil er, glaube ich, noch keine Attacken hat, was das angeht. Level 18. Und tritt. Und picken. Bam. Oh, ich bin ohnmächtig. Okay. So. Okay, 136. Für 6000 müssten wir ungefähr 60 Kämpfe machen. Gott.
Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier ein neues Temtem. Ah, okay. Die Weiterentwicklung. Aber bringt uns nichts. Wir machen alle beide platt. Weil wir ja selber entwickeln lassen. Oh, das ist voll, glaube ich, rot. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, das ist nur die Hälfte jetzt. Ja, genau. Das war's halt. Hab zu schnell reagiert. Verteidigung niedrig. Sollte aber uns nicht abhalten. Machen wir das so und... Windstoß da. Wieso ist die Weiterentwicklung anders? Okay. Aber egal. Wir haben's. Hey. Boah. Zweimal. Wo nur tritt und picken. Okay. Autsch. Wir wechseln mal aus. Ich will gern das hier hinsetzen. Und hier wechseln wir zu den. Autsch. Okay. Ja. So und ob das ausreicht. Nice. Bam, ein Level up. Wir machen Lagen und ja, komm, ob es so die Hälfte ist. Okay, hat sich dann wohl erledigt. Hey, so ein Level up, sehr schön. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal kurz Heilung. Salbe Plus lassen wir mal. Machen wir das so und so. Mach nur einer. Okay. Naja. Auch wenn es nur die Hälfte ist, aber da ich ein höheres Level habe, macht es auch ein bisschen mehr Schaden. Oh Gott, das hat ja echt viel gebracht, die Verteidigung runter. Bam. So. Weiter geht's. Die sind auch sehr beschäftigt, aber wir greifen die trotzdem an. Guten Tag, meine Dame. Wärst du an einem Kampf interessiert, um die Zeit zu vertreiben? Wir würden uns freuen. Wir. So, macht euch bereit. So, machen wir mal so. Warte mal, habe ich irgendwie... Ne, so. Das sind Level 13. Da müssen wir jetzt schon aufpassen. Oh, vergiftet, verdammt. Uncool. Okay, dann müssen wir das mal anders machen. Machen wir das so und das da. Autsch. Okay. Okay, das ist uncool.
Wir sind erstmal hier oben, ne? Machen wir das so, das Austauschen gegen den hier. Geschicklichkeit, okay. Du musst erstmal hier weg, du störst. Autsch. Okay, Level 10. Wir haben einen schweren Schlag, oder ne? Ja, genau. Alles klar. So, dann... 8, nee. Tauschen wir dich halt einfach mal aus. Gegen... Tisch. Schwerer Schlag. Mal gucken, ob das was bringt. Au. Ja, probieren wir es einfach mal. Nein! Verdammte Kacke. Die haben keinen Beleber. Das klappt man ganz schön hoch. Nicht so glücklich gewesen. 94. So, wir haben einen verloren. Salbe muss ich nochmal machen. Der ist auch weg. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gibt es nicht irgendwas hier einzusammeln? Vielleicht eine Salbe oder so? Leider nichts. Schade. Keine Salbe. Hey, komm her, schau dir meinen Täter an. Ich habe gerade gefangen, aber ich wette, du kannst sie nicht besiegen. Das werden wir sehen. Ui, was ist das denn für einer? Kenne ich gar nicht. So, Level 15. Und Windklinge. Eis. Ah, ich habe kein Feuer. Oh, der wird hart. Halbe Portion, also nochmal Windklinge. Verteidigung. Okay. Autsch. So, ich würde sagen, wenn ich das mache, habe ich so viel Schaden. Da kommen die Punkte, mache ich Auszeit. Sollte ausreichen. Da, da, da. Sehr schön. So. Ja, Windstoß dazu gelernt. Okay, 56. Wir haben langsam immer mehr Probleme und das ist gerade so eine scheiß Stelle hier. Wir machen mal weiter mit Salbe. Aber ich würde sagen... So. Hier ist nicht mal mein Gespräch, aber ich könnte einen Kampf gebrauchen. Lass uns loslegen. Okay. Oktopus gegen Oktopus und Tintenfisch. Oder so. Oder Rochen. Roche. Roche. Roche ist das. Mhm.
Klassenschrei. Autsch. Au, oh, okay. Machen wir das so und aussetzen. So, du bist schon mal weg. Autsch. Jo. Level 9. Oh, nächster. Okay. Wieso kann ich das nicht verwenden? Ich habe doch noch 10 Punkte. Nicht bereit. Das so. Okay. 14 würde Schaden nehmen. Na komm, auf die Punkte. Wenigstens den weg. So. So, weg mit dir. Okay, nur die Hälfte, macht ja nicht viel Sinn. So, dann würde ich sagen, jetzt auswechseln gegen... Na toll, wir haben ja nicht mal viele. Dann wollen wir das da. Und hier hast du auch nicht mehr viel. Auswechseln gegen den... So. Kratzer. Ah ja. So. Uah, der hat gerade übelst Schaden genommen für sich. So. Ach Gott. Flinkheit, okay. Und komm, lass uns mal wieder den Atem kommen, okay. 109. Yay. Ja, lass uns langsam... Oh, da ist noch einer. Oh, Mensch. Okay, wir haben langsam das Problem. Ich hoffe, ich kann das hier verwenden. Ja, okay. Was kann in Heiltermaschine vor bestimmten Charakteren wieder aufgeführt werden? Okay. Die Rangordnung vom Team muss ich nochmal ändern. Ne, ist noch drin. Okay, dann passt das. Ein guter Augenblick für ein bisschen Team-Training. Oder Temtem-Training. Macht euch bereit. So, Level 13er. Ja, das war da, stimmt. Und das machen wir so. Bam. Ah, nur die Hälfte, okay. Autsch. Das ist erstaunlich, ne? Die haben weniger Angriff, aber machen aber auch ganz schön viel Schaden, ne? So, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so. Der ist down. Gott, hat ja gar nichts gebracht. Scheiße. Autsch. Geht mir auf den Sack hier, ne? Austauschen gegen... So. Wenn es nicht ausreicht.
So, weg. Okay. So, wir haben eine neue Fähigkeit. Niedriger Schlag. Niedriger 90. Sogar mehr wie Gatling. Machen wir das weg. Die Gatling ist doof. So. Okay. So. Boah, da kommt schon wieder zwei. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Aber der Weg ist noch so weit, ey. Das ist so heftig, Leute. Naja, eigentlich allzu weit ist der Weg nicht. Aber das da drüben wird richtig knifflig. Dadurch werden wir wahrscheinlich noch viele Gegner antreffen. Ich muss wahrscheinlich erstmal wirklich hier ein bisschen farmen, Geld oder so. Ups, das war das Falsche. Was haben wir denn hier eigentlich? Aber wir haben doch Vitalapfel. War klar. Hey, ich habe dich in Gewona reden sehen. Okay, ich habe dich reden sehen. Ja. Okay. Wir überspringen das jetzt einfach mal. Uninteressant. Wir haben immer noch kein Feuer. Traurig, aber wahr. Schon wieder vergiftet. Nee, diesmal nicht. Ah, cool. Okay. Machen wir das so. Und wünschst du so. Weg. Die Hälfte bloß, okay. Und schon wieder Gift. Immer auf den da oben irgendwie. Okay, jetzt kommt der. Okay. Ah, der andere ist fast down. Shit. Ja, ja. So, Beta-Ausbruch. 127 Punkte. Machen wir Zärtlichkeit weg. So. Nochmal so ein Vogel. Technik neu erlernen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe alles okay. Okay, ich würde den gleich instant killen. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Dann würde ich auch instant killen. Wir wechseln aus. Das ist schon mal weg. Oh, unsere erste Entwicklung. Uhuhuhu. Oha, okay. Sehr schön. Wechsel. Das ist ja bei Level 10 sich weiterentwickelt. Hier bin ich bei Level 20 schon. Machen wir das da. Picken. Autsch. So, probieren wir das. Und... So. Nur niedrig und vergiftet? Nein, schade. Ähm,
Und dort hat sie selbst. Das ist mir noch nie passiert, dass durch Techniken. Oder habe ich das einmal gemacht, aber du warst beeinflusst. Könntest du nur verlieren. Ja. 160, okay. Schön. Was kriege ich hier raus? Zweimal Duft. Marke Eurofeste Them, süße Lavente, Basis mit schwarzen Pfefferkörnern. Aus irgendeinem Grund mögen Tempel den Geruch nicht. Okay, dann kann ich jemand dann zur Flucht verhelfen oder wie? So. Okay, jetzt kommt die lange Passage hier, wo wir uns durcharbeiten müssen. Wir haben noch mal ein bisschen. Wir haben gar nichts. Doch, Vitalapfel. Machen wir hier hin. Und Salbe Plus. Oder was ist mit der Kiwi? Ah, das ist eine Ausdauer, okay. Das war so klar. Aber mal gucken, was kriegen wir ja Neues. Oh, was ist das denn für ein? Noch ein Ende. Es ist die Erweiterung von deinen. Warte mal. Blade Tap, warte mal. Ah, die habe ich in meinem Inventar jetzt nicht drin, verdammt. Okay. Okay. Verdammt. Nicht töten. Verdammt. Okay, gut. Das kommt wieder. Da machen wir jetzt keine Gedanken. Da. Ah. Ein Versuch war es wert. Nein, wir haben keinen Tee. Okay. Ich auch nicht. Ist mir zu englisch. Wow, okay. Okay. Das ist hart. Autsch! Uncool, echt uncool. So. Das müsste ausreichen. Perfekt. Das hast gerade so überlebt. Verdammt. Noch eins. Okay. Dann machen wir. Das da. Und hier machen wir ein bisschen Schaden raus. Mhm. Ja, wegen Überlastung selbst verletzt. Und der auch weg. Okay, wir haben geschafft. Okay. Sehr schön. Nix. Müssen aufpassen, wo wir hinlaufen. Okay, hier unten haben wir Gegenstände. Bitte sei was Gescheites. Salbe dreimal. Nice. Tunikum. Was ist Tunikum? Obwohl viele von Longdrinks mixen, ist eigentlich ein Kiese war nicht das Medizin. Halt 15 EP und Ausdauer. Okay. Da werden wir nicht dran vorbeikommen.
Flasche ist leer. Das ist schlecht. So. Da müssen wir jetzt wohl durch, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, die haben alle nur einen. Das sieht schlecht für die Zukunft aus. Also 10. Gucken mal. Okay, bringt nicht viel. Dann machen wir aber das hier rein jetzt. Und hier ist ein Wechsel erforderlich. So. Gift. Autsch. Ja, das ist schon wieder zu down. Nehmen wir mal den hier. Okay, einer weniger schon mal. Autsch. Hat sich selbst verlassen wegen Überlastung. Ah, noch einer, okay. So, müssen wir wohl. Bleibt uns nicht anderes übrig. Und da würde ich hier sagen, eine Salbe für ihn hier. So. Mal 2. Uha. Gut, hier können wir wieder auswechseln gegen... Ja, bleiben wir mal bei dem nochmal. Aber es wird jetzt. Wali wird wahrscheinlich jetzt auch sterben, oder? Nee. Oh, noch einer. Das ist so anstrengend gerade, Leute. Das ist so anstrengend. Wir müssen erstmal einen loswerden. Das bringt ja nichts. Austauschen. Okay, der ist schon mal weg. Autsch. Ja, wir müssen rausballern, was das Zeug hält, sonst werden wir hier verlieren. Der kann halt gar nichts, ne? Auf Giftsporen, vielleicht hilft das ja. Aber es ist gut, dass er den Angriff dahin gemacht hat. Sehr schön. So. Jetzt gucken wir mal. Kann ich den nochmal auswechseln gegen ein anderes? Das ist gerade aktiv da. Wir müssen es riskieren. Okay, das ist schon mal eine gute Gelegenheit, um anzugreifen.
Okay. Wir haben es geschafft. Puh. Dann zack. So. Ja, das darf ich nicht mal vorbei, oder wie? Okay. So wie das aussieht, haben wir das eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch hier heil durchkommen. Und dann, ja, da können wir nichts mehr machen. Das ist Auster, Äther, Äther, Tunikum. Ich muss das hier verwenden. Bleibt nichts anderes übrig. Und das da. Ich weiß ja nicht, hätte ja sein können, dass auch jetzt ein Gegner kommt. Das wollte ich nicht drauf anlegen, aber wir haben es geschafft, Leute. Das ist anstrengend, Leute. Das ist anstrengend. Ja, wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr natürlich bei der nächsten Folge wieder, denn wir werden auf jeden Fall weiterkommen. Und wir haben es gut geschafft, wir haben gut mit Schweiß, mit Schwitzen und so, sag ich mal so, durchgearbeitet auf jeden Fall. Und ich bin einfach sehr froh, dass wir das überhaupt hierher geschafft haben. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet, denn da wird dann auf jeden Fall die Feste sein. Wir haben den Weg direkt vor uns. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Ege Stratosten aus dem Spiel Temtem. Ciao Leute, bis bald. Tschüss.